Heyo, ihr hatten Party People, was geht ab? Hier ist eins von Netzwerk Gaming Bros. Wir sind wieder bei Sniper Ghost Warrior 3. Ich bin ein bisschen, ich freue mich ein bisschen. Ich habe das Spiel irgendwie, jetzt 4 Folgen waren das auch, glaube ich. Ja, 4 Folgen müssen das gewesen sein. Oh, guck mal, da sind sogar Batterien. Was machen denn die Batterien da? Das finde ich cool. 4 Folgen gab es jetzt bisher. Und jetzt gibt es eine neue Folge mit der Mission Blockade. Haben wir die angenommen? Haben wir die angenommen? Wann haben wir die angenommen? Haben wir die angenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon wieder so ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Nein, wir haben sie noch nicht angenommen, aber wir können sie jetzt annehmen. Okay, Blockade. Finde und töte den Separatisten-Officer Ivan Kutschev. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist ein Wohngebiet, das vermutlich von einer örtlichen Separatistenzelle bewacht wird. Okay. Ich sagen, ich glaube, wir sind soweit ausgestattet mit allem, was wir so brauchen. Und dann können wir doch eigentlich theoretisch. Habe ich die jetzt angenommen? Warte mal, wie war das gewesen? Ja. Annehmen. Blockade. Hast du Informationen für mich? Eine neue Curie-Ziele. Die Liste der meistgesuchten. Die gefährlichsten Monster unter den Separatisten. Es geht um grausame Kriegsverbrechen. JSOC will, dass sie bei Kontakt an Ort und Stelle beseitigt werden. Was ist mit dem ICC? Das ist der amerikanische Sinn von Gerechtigkeit. Erst chasen und dann Fragen stellen. Nun ja, ich weiß schon, was die Separatisten anrichten, also habe ich keine Fragen. Folter und Tötung von Kriegsgefangenen, Vergewaltigung und Verbrennung von Zivilisten. Schrecklich. Das erste Ziel auf der Liste der meistgesuchten ist Ivan Khrushchev. Ivan Khrushchev, ja. Die Rodki-Löwen sagten, ich könnte ihn in der Siedlung finden. Die neuen Informationen lassen erkennen, dass er seinen Aufenthaltsort innerhalb des Komplexes wechselt. Er ist zutiefst paranoid und lässt sich immer von einem schweren Trupp eskortieren. Treib dich nicht herum. Schnell rein und wieder raus. Verursache so viel Schaden wie möglich und komm zurück. Mach ich. Ende. Aha. Ist ja schon mal schlecht für uns. Meistgesuchte Ziele. 16 Kriegsverbrecher, die nicht bekannt genug sind, um von den internationalen Strafgerichtshof zu landen, aber sie sind zu gefährlich, um sie unbehelligt zu lassen. Eliminiere sie, um Belohnung zu erhalten. Details. Gehe in den Erkundungsmodus, um zusätzliche Informationen zu deinem Ziel zu erhalten. Du kannst dein Ziel im Tagebuch verfolgen. Aha. Okay, dann cruisen wir doch jetzt mal erstmal mit unserem coolen Buggy. Jetzt cruisen wir doch erstmal die paar hundert Meter da runter. Oh, wir sind falsch abgewogen. Und da möchte ich nicht hin, weil das ist irgendeine Siedlung, so eine Rebellensiedlung. Glaube ich, war da gewesen. Ach ja, ich glaube also mit einer VR, glaube ich, wäre das Spiel bestimmt richtig geil. Also zumindest hier, wenn man hier so rumfährt. Ah, hätte ich da runterfahren können? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. So, da vorne ist, glaube ich, erst nochmal ein neuer Wegpunkt, den wir uns... Wow, was ist denn hier los? Das zum Thema neuer Wegpunkt. Da sind irgendwelche Boys und Girls und machen da bestimmt wieder die Einwohnerkirre. Da haben wir Schnellreise entdeckt. Ganz schön gekriegt. Aber hier müssen wir auf jeden Fall einen haben. Ja, das ist ein... Aha. Ein Spezialkriegerpunkt haben wir gekriegt. Das ist schön, das ist gut. Das ist, wunderbar. So, und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich darf mit meinem Auto nicht da reinfahren. Oh. Gucken wir mal. John, denk daran, die abgestürzte Drohne zu suchen. Ich habe dir ihren letzten Standort geschickt. Ihr GPS funktioniert noch. Besorge die Daten, bevor jemand anderes es tut. Roger. Oh, wir haben mehrere Missionen, also. Dateborder anwesend. Wir sind im Dateborder anwesend. Okay. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, würde ich sagen. Und Leute, denkt immer dran, ne, Permadeath Let's Play. Wir sind noch nicht gestorben. So. Ach, guck mal. Gut, dass wir hier angehalten haben, würde ich sagen. Schwer bewacht. Wird nicht leicht sein, sich ins Gebäude zu schleichen. Versuch einen anderen Weg zu finden. Vielleicht kannst du ihn aus der Entfernung abschießen. Nachtsicht ist nach links? Alter. Alter, hast du nach links? Ja, okay.
Lassen wir das mal. Das haben wir schon mal einen Sniperpunkt entdeckt. Alter Falter. Es ist eine Drohne! Weite Blick! Weite Blick, Welt! Wissen die, wo ich bin? Wissen die, wo ich bin? Wissen die, wo ich bin? Bitte nicht. Aber sie wissen nicht, wo ich bin. Das fände ich ziemlich unschön. Lalala, wir müssen mal schnell hier weg. Geht's so weiter? Geht's weiter? Geht's weiter? Da geht's weiter. Okay. Gut, dass wir uns in das Gebüsch gesetzt haben. Das möchte ich mal ganz kurz anmerken. Das war ein vorzüglicher Plan, war das gewesen. Alter, dass die Drohne so schnell detected haben, das ist ja schon ein bisschen krass. Jetzt sind die halt alle aufgeschreckt, das ist richtig scheiße. Das finde ich jetzt nicht so geil. Unbekanntes Flugobjekt in der Luft! Was ist los mit den Jungs? Was haben die für ein Problem, ey? Wie schnell detekten die denn bitte? Das ist ja voll unlogisch, ja? Das hat ja bisher sonst keiner gesehen. Freunde der Nacht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vor allem hier in dem Kreis soll er jetzt... Also da, wenn ich das richtig verstehe, auf der Karte gesehen, gell? Da ist das Fragezeichen, das heißt... Da muss ja irgendwo der Beugel sein, also unser Kutschef. Ja. Und da muss dann irgendwo theoretisch die Drohne sein? So. Abgeschossen. Errungenschaft. Das ist ja voll die Errungenschaft. Okay, also da hätten wir auf jeden Fall eine Leiter nach oben. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist aber gut zu wissen. Und ich fände es auch ziemlich cool, wenn der mal aufhören würde rumzuschreien. Das geht mir ein bisschen auf den Senkel. Ah, da haben wir was zum Verstecken. Alter, da komme ich niemals an, den komme ich niemals vorbei. Aber es ist gut, dass die alle nach oben gucken. Das finde ich muschel praktisch. Er wird wahrscheinlich in einem dieser Fenster da rumgeistern. Da so. Ein bisschen höher gelegen. Das heißt, wir müssen auf das Gebäude da drüben drauf, würde ich mal sagen. Das wird unser Ziel sein. Jetzt sind die natürlich alle aufgeschreckt. Das ist natürlich nicht so geil. Aber da hinten habe ich keinen mehr gesehen. Auch keinen detected. Wo geht's denn hin? Okay, das ging jetzt schnell. War jetzt nicht vorhersehbar, dass das so schnell ging. Geht. Können wir. Hallo, wo hängen wir denn hier? Wo hängen wir denn? Was ist denn hier los? Danke. Können wir da jetzt schon reinlunsen? Haben die noch gesagt, der ist immer auf dem. Oder ist das vielleicht die Drohne mit dem Fallschirm? Kann das sein? Auch doof, dass ich mich jedes Mal hinlege, wenn ich die Drohne loslasse, wenn er sich danach sowieso wieder meint hinzuhocken, der Idiot. So. Erstmal noch ein Feind markiert. Keine Eindringlinge in Sicht. Gebiet sauber. Nee, das ist ja einfach nur so ein Vorhang. So ein... Setze Patrouille fort. Okay, jetzt sind sie erstmal wieder ein bisschen lockerer drauf, die Jungs. Und Mädels. In welchen von den Gebäuden befindet sich jetzt die Drohne? Das ist ja wichtig. Würdest du schon ganz gerne machen. Interessenpunkt und das ist keine Ahnung was. Ach, ein Mörser gibt's hier auch noch, den habe ich noch gar nicht gesehen. Zwei Mörser, das ist klar. Leiche. Warum hängt hier eine Leiche rum? Explosive Teile, Sabotage. Was geht ab? Gesuchtes Ziel. Okay. Ich würde sagen. Was für ein Klotz, 150 Kilo. Anführer, Bataisi, was, oh, was, nein.
Anführer der Parteiseparatistenzelle, ehemalige Söldner bekannt für die unmenschliche Behandlung von Untergebenen und Kriegsgefangenen. Khrushchev wird wegen Folter und Tötung von nahezu 12 jungen Soldaten gesucht. Er trat der Separatistenbewegung bei und stieg schnell zu ihrem Anführer auf. Okay. Das heißt, in dem Gebäude befindet er sich. Rette georgische Zivilisten. Was denn jetzt noch? Alter. Ey, ich kann doch nicht alles machen. Hilft mir doch mal ein bisschen, Freunde. Aha, wir haben einen neuen Sniperpunkt entdeckt. Wie kommt man auf das Haus? Das ist halt der interessante Part. Ist hier hinten eine Leiter? 80-Modus aktiviert, der nichts bringt. Das ist eine Leiter. Ja, das... Nee, das sieht nach einem Kabel aus. Ist das Kabel jetzt so hilfreich, dass man da hochkommen könnte? Ja. Gut, das heißt, wir müssen in dieses Gebäude rein, um... Wo ist die Drohne? Ah, diese Drohne macht mich irgendwie fertig. Können wir nicht nur einfach da easygoing den Typen killen? Das wäre ja ein halber Auftrag. Also es wäre nur halb so schwer. Ich frage mich halt, ob es möglich ist, dieses Kabel hochzugehen. Das ist halt... Dieser Wagen wäre es auch ziemlich ungeil, dass er da steht. Man doch eigentlich jetzt theoretisch ganz easy dran vorbeilaufen können. Wir sind ja jetzt ein bisschen so quasi außerhalb des Missionsgebiets. Voll im Sumpf hier unterwegs, all die ganzen Frösche, die hier quaken. Hier haben wir jetzt natürlich nichts aufgeklärt. Wobei, doch, eigentlich hätten wir hier schon was sehen müssen. Oh, da ist gar keiner drin. Das ist natürlich äußerst praktisch. Das ist natürlich richtig praktisch. Ah. Okay, da können wir auf jeden Fall runter. Klettern wir mal hinab. Ja, weiter. Lassen Sie los. Ja, komm, da gehen wir hier runter. Oh, das war laut. Ja, da kann man von da oben irgendwo hier runter seilen, rutschen, das ist aber unwichtig. Boah, die Texturen laden voll spät. Und ich müsste theoretisch auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen. Okay, dann sneaken wir doch jetzt mal ganz langsam. Ja, wow. Ich weiß immer noch nicht, warum hier mal alles voller Wasser ist. Das ist etwas, was ich mich massiv frage. Scheiße. Was passiert eigentlich, wenn man hier die Drohne loslässt? Okay, es gibt keinen Krach. Oh, wir sind aber gut versteckt. Okay, der geht jetzt weg. Das wollte ich eigentlich auch nur wissen. Ist er ganz weg? Wo ist er hin? Wo kommen wir da in diesem scheiß Kabel hoch? Das ist halt die Frage aller Fragen. Kommen wir da dran hoch? Nee, ich glaub's nicht. Ich glaube nicht, dass wir da dran hochkommen werden. Scheiße. Okay, das war nix. Das war ein Satz mit X. Man kann es ja mal ausprobieren. Das ist, naja. Oh, vielleicht durch das offene Fenster.
Komm, ich schieß auf ein Fenster rein. Eise. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Dieses Auto ist so laut, ey. Ja, haben wir hier einen Schalldämpfer dran? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wir haben keinen Schalldämpfer dran. Gut, wir müssen die Pistole nehmen. Und ich frage mich, ob es jetzt schlauer ist, erst mit der Drohne hier alles abzufliegen. Das wäre natürlich unglaublich auffällig, mit der Drohne hier durchs Haus zu fliegen, aber nichts war besser als nichts. Wieso ist es eigentlich so scheiße dunkel und wir haben noch kein Nachtsichtgerät? Das ist doch scheiße, warte mal. Haben wir nicht eins gekauft? Ich glaube nicht. Für Inventar? Nee, scheiße. Okay, Leute, wir müssen ohne Nachtsichtgerät klarkommen, das kommt aber später noch, dann sind wir auf jeden Fall besser unterwegs. Ja, haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar mechanische Teile. Was? Krebsgang? Oh ja, wir sind hier ganz viel rumgesneakt, aber wenn man auf die Karte achtet, bitte diesen roten Kreis. Das ist die Lautstärke, das wissen wir ja schon. Oh, hier gibt es Glasbausteine in dem Ding. Wie kommt man denn jetzt nach oben? Wie kommen wir da? Ach, da ist die Kante. Jawohl. Oh. Hinabklettern wollen wir jetzt aber nicht. Ich habe halt echt das Gefühl, also normalerweise, ja, theoretisch gesehen. Unruhestifter, ja, wir bekommen jetzt gerade einen Erfolg nach dem anderen. Oh Gott. Es ist einer im Haus. Mal so den Stein auswählen für Notfälle. Können wir ihn abschmeißen. Nee, what the fuck? Welcher schäbige? Der Sniper auf der anderen Straßenseite. In dem anderen Haus drin, ne? Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, war, ich will halt eigentlich nur sehr ungern in diesem Haus so unbedacht rumlaufen. Denn man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob hier vielleicht doch noch einer drinne schläft, selbst wenn man hier halt in keinem Fall hinkommen würde, weil also ohne Klettern kommt man ja jetzt nicht in die oberen Stockwerke, aber wir haben über die Jahre gelernt in solchen Spielen, das ist irgendwie immer so, dass dann einmal doch ein Gegner da ist. Das ist schon ein richtiger schäbiger Wichser, der hier hockt. Wie er da hockt und wartet. Da wartet er auf uns, einfach so gnadenlos, ey. So, da kommen wir auch nochmal hoch, aber da ist noch ein Zimmer. Okay, hier ist nichts Zimmer, das ist uninteressant. Okay, ich habe schon gedacht, wofür braucht man den Schrank, aber der ist ja krasser, ja. Der kann ja richtig was, der Kollege hier. So. Ja, wir suchen alles ab. Wir brauchen die Teile. Wahrscheinlich brauchen wir sowieso die Teile. Wir sind irgendwann so schnell, so voll mit diesen Teilen, die man da. Der Weg ist versperrt. Es muss noch einen geben. Wow. So viele Teile, dass wir dann irgendwann zu viele Teile haben. Ein einziger Ausweg scheint der Balkon zu sein. Okay, gut, dass du mir das sagst. Nein, gut, dass du mir das sagst. Hängen. Oh, eine neue Fähigkeit, die haben wir noch nicht gehabt. Gehen wir rüber, dann können wir hier hoch. Ah, ist ja easy, zack und zack. Wo ist diese scheiß Drohne?
Das ist das Wichtigste eigentlich. Die Drohne ist nicht da. Von dort oben habe ich einen klaren Ausblick über das ganze Lager. Was ist hier? Ach, hier geht's runter. Okay. Ach ja, wir haben ja jetzt quasi einen Stockwerk übersprungen. Das da. Selbst hier könnten noch Gegner sein. Irgendwelche Freaks, die hier oben hausen und leben. So. Oh, was ist das? Elektronische Teile. Wir haben elektronische Teile gefunden. Aber hier ist nichts mehr. Schade, ich will diese Drohne eigentlich ganz gerne finden. Die ja eigentlich theoretisch hier sein müsste. Und diese Musik, sie ist zu spannend. Da ist die Drohne. Nice. Ich habe eine abgestürzte Drohne entdeckt. Nehmen Sie mit. Es muss die sein, nach der wir suchen. Okay. Okay. Wir haben es erstmal, grundsätzlich haben wir es erstmal geschafft, würde ich sagen. Dieser behinderte Sniper da drüben. Guckt ihn euch an. Total ahnungslos. Er weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Wie war das gewesen? Ich muss gerade mal ein bisschen nach der Steuerung suchen. Ah ja, das Standbein, bliblablub. Haben wir, glaube ich, noch gar kein Fernglas, oder? Nee. Hatten wir schon ein Fernglas? Boah, scheiße. Das ist gerade ein bisschen peinlich. Aber wir müssen doch jetzt nicht da drüben in dieses scheiß Haus rein, oder? Muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich jetzt gerade nicht so den massiven Bock drauf. Das wäre nämlich jetzt ein bisschen uncool, wenn ich nur wegen der Drohne tatsächlich hierher bin. Weiß halt nicht. Oh, da ist noch jemand. Nee, das ist ein Fernseher. Och, fuck. Also dieser Kommandant, der ist auf jeden Fall relativ unsichtbar. Haben wir bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Ich frage mich, wofür wir die Batterien an dem Fernglas haben. Das, also an dem Feldstecher. Ne, an der Optik. Da. Gut, Chef, Ivan. Ich sehe Cross, Chef. Boss, Chef. Sie bestätigt. Das ist er. Finde einen guten Platz und schalte ihn aus. Jawohl, es kommt alles nur auf den Winkel drauf an. Okay, der geht jetzt spazieren. Die Frage ist halt, machen wir erstmal den Sniper fertig? Das ist so laut. So, wo ist denn der andere? Da ist dieser andere Kollege. Die Frage ist jetzt. Ich frag mich halt, ob der alleine war, ne? Das ist halt auch so ein Ding, ne? Ja, wir machen den einfach von hier kalt und dann würde ich sagen, sneaken wir einfach darüber und holen uns noch die ganzen Vorräte, die da so rumgeistern. Also der geht jetzt in das Zimmer da rein. Warum ist denn eine Alarmbereitschaft? Was soll denn der Scheiß jetzt? Sehen wir den, wenn der. Ja, da sehen wir den. Warte mal ganz kurz. So, jetzt sind wir mal ein bisschen stabiler unterwegs. So, jetzt geht nämlich der Kollege wieder hier raus. Scheiße, komm. Fuck. Alter, scheiße. Ziel ausgeschaltet. Guter Schuss. Jetzt nichts wie weg. Wie gesagt, wir könnten im Prinzip noch das komplette Lager aufräumen. Und uns ja die ganzen, da drüben diese ganzen Bauteile. Und da gibt es ja auch noch irgendwas zum Nachgucken, Alter. Seht ihr das Fernglas? Da ist ein Fernglas. Wir brauchen das Fernglas eigentlich.
Aber irgendwie muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich auch Bock, jetzt einfach die Mission abzuschließen, weil das ist ja nur ein unnötigeres Risiko. Das ist jetzt die Frage. Ah, das ist ja. Alles klar. So, dann sneaken wir uns auf jeden Fall. Wurfmesser, Bouncing Betty. Jawohl, läuft. Danke euch. Ich danke euch. Also, wir haben 21 Minuten die Mission gemacht. Sniper, Ghost, Warrior. Ghost Sniper Warrior oder The Warrior Sniper Ghost, wie auch immer. 25% ist, naja, Alter, das war so, also das war gerade ein bisschen scheiße gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Hey John, du bist fast zu gut dafür. Danke, oder so. Nein, im Ernst. Die Separatisten sind von deiner Effizienz erschrocken. Sie wissen mittlerweile, dass ein neuer Schütze in der Stadt ist. Bin mir aber nicht sicher, ob sie deinen Namen kennen. Jayhawk hat Unterhaltungen über dich gehört. Du erarbeitest dir einen ordentlichen Ruf. Wir konnten der Unterhaltung entnehmen, dass es ein Satellitenkommunikationsgebäuje in den Bergen gibt. Herrje, wenn wir uns da reinhacken könnten, hätten wir die Separatisten im Griff. Ganz genau, Marie. Und Jayhawk kriegt ihre Informationen. Warte auf weiteres. Ende. Okay. Wie ich gerade sehe, ist unser Schalldämpfer fast komplett im Eimer. Das heißt, wir können mal so ein... Wo war das gewesen? Schalldämpfer-Kit. Fertig. Nein. Einfach so. Bam. Einfach mal repariert. Läuft bei uns, würde ich sagen. Okay, dann sehen wir uns gleich in der Heimatbasis wieder. Das allerdings in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, gehabt euch wohl und vergesst nicht, die Folge zu liken. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, dürft ihr das auch natürlich gerne machen. Könnt mich gerne unterstützen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn sie heißt Jens und der Sniper. Bis dann. Ciao.